Ein herzliches Willkommen zurück zu 911 Operator und wir sind in der zweiten Folge in Dresden. Rechts oben die Umfrage, in welcher Stadt wir das nächste spielen. Ich kann noch nicht versprechen, wann die nächste Folge kommt. Das kann sich vielleicht eventuell noch ein bisschen hinzögern, weil dieses Format und auch so Movies vielleicht ein bisschen pausieren aufgrund Problemen mit meinem Renderprogramm. Gucke ich aber mal, wie es zeittechnisch und mit dem Renderprogramm aussieht. Jetzt wollen wir aber erstmal loslegen. Wir waren in Dresden ja letztes Mal da stehen geblieben, dass wir... ich weiß gar nicht, was hatten wir denn? Vier Feuerwehr, vier Krankenwagen und fünf Polizeiwagen. Ein Polizeimotorrad unter anderem und zwei Transporter. Sehr cool. Was haben wir denn hier noch an Leuten zur Verfügung? Dann würde ich sagen, wir setzen die auch ein. Feuerwehrmann, technische Fähigkeiten. Ja gut, wir setzen hier noch Polizeibeamten ein. Wer hat denn hier... Wer ist denn gerade hier noch zur Verfügung? Bei denen alle Verletzten, ne? Polizeibeamte oder haben wir hier noch einen? Doch, wir haben noch welche. 68, 71, nehmen wir den. Setzen wir den hier mit in die Karre. Ach, wir haben hier keinen. Guck mal, sieh mal einer an. Dann nehmen wir vielleicht doch hier noch wieder einen raus. Oder wir stellen noch einen an, weil wir mit auch einen Verletzten haben. Ich glaube, wir stellen noch einen an. Ja, komm. Den nehmen wir. Komm mit ins Polizeiauto. Ja, möchte ich. So, sehr schön. Dann müssten wir die noch ausrüsten. Was haben wir denn noch an Geld? Ja, wir haben genug Geld. Was nehmen wir denn da? Was brauchen wir denn da? Equipment. Die brauchen auf jeden Fall eine Pistole. Wir hatten ja einen immer mit Pistole und einen mit Gewehr, ne? Polizeiweste auf jeden Fall. Die kriegen alle. Vielleicht sogar auch die Sanitäter. Wir haben ja genug Geld. Das wäre wichtig. Er kriegt auch noch ein Maschinengewehr und eine Rüstung, sag ich mal. Eine Schutzweste. Eine schuhkugelsichere Wäsche auch für die Sanitäter. Im rauen Pflaster von Dresden. Aber bevor die mal in eine Schießerei geraten, was ja hier relativ häufig passiert. Was nicht an Dresden liegt, sondern an dem Spiel, weil hier halt auch mal ganz gerne, weil hier auch heftige Sachen manchmal passieren. Weil das so ein bisschen an Amerika angelehnt ist und da ja noch ein bisschen mehr Schießereien sind. Oder eigentlich spielt das ja in Amerika. Man kann halt nur überall in der Welt spielen. So, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie zwischendurch mal neue Missionen gab. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang wieder nicht aufgenommen. Das werden wir sehen. Was wollte ich nochmal? Feuerweste, ne? Wie viel habe ich noch an Geld? 40.000. Vielleicht könnte das sogar noch reichen, wenn ich denen hier ab und zu mal eine Feuerweste gebe. So, dass wir da durchkommen. Zack. Sehr schön. Hier auch noch. Hier auch noch. Und dann den letzten noch. Komm, das wird noch reichen vom Geld, oder? Ja, reicht doch. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir einen Hund. Polizei-Equipment. Kann die Suche nach Verletzten beschleunigen, okay. Bombenroboter gibt es natürlich auch. Wollen wir hier noch jemanden? Nein, wir machen es erstmal so auf diese Art und probieren es dann weiter. Vielleicht können wir uns auch noch ein Fahrzeug leisten, aber ich glaube, für 20.000 kriegen wir nichts. Für 20.000 würden wir noch ein Motorrad kriegen. Das machen wir vielleicht nächste Runde. Wir sparen noch ein bisschen und legen los. So, erstmal ein bisschen aufteilen, Polizei auch immer wieder ein bisschen aufteilen. Wollen wir denn die voll Krankenwagen? Mehrzahl von Krankenwagen ist ein Krankenwagen, mehrere Krankenwagen, also ich vermute mal. Den Hubschrauber, der ist ja immer ganz sinnvoll, den stellen wir so ein bisschen stationieren, wir so ein bisschen mittiger, vielleicht den ein bisschen nach oben, dass wir so ein bisschen alles abgedeckt haben, hier eher nach da. Feuerwehr ist in Ordnung aufgeteilt, finde ich. Krankenwagen, Polizei haben wir vielleicht auch noch, haben wir hier oben wahrscheinlich mehrere stehen, ne? Genau, Polizei mal hier unten runter bitte. Hier haben wir doch auch noch einen, dann du dahin und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Haben wir nicht vier Polizei? Das ist da hinten haben wir noch eins. Ich würde sagen, das stellen wir hier oben hin. Bisschen umständlich, die alle verteilt. Haben wir sogar zwei. Ja, dann passt das auch. Haben wir oben noch eins. Dann würde ich sagen, Schichtbeginn, los geht's. Mal gucken, was wir kriegen. Und ich hoffe, dass wir diese auch den Ton aufnehmen oder bin mir ziemlich sicher, dass wir diesmal den Ton aufnehmen. Das war letztes Mal irgendwie ein Fehler, da könnt ihr euch ja daran erinnern. Dass ich keinen Ton hatte. Trinken in der Öffentlichkeit, da schicken wir direkt den Bulli hin, aber der ist ja direkt in der Nähe, deswegen passt das. Anruf. 911, what's your emergency? Mord. Okay. Wo ist passiert? Where did this happen? So, Polizei hin, Krankenwagen sofort hin. Wer ist der Mörder? Who's the murderer? I am. Oh. Wie ist das passiert? It was a... We had an argument. Oh. It was self-defense. Wer ist das Opfer? It's my wife. Could you send the police here? Haben die eine Waffe? Yeah, I have a gun. You're going to need to put the gun away, okay? Yes, I'll...
I put it on the table. I'm nowhere near the gun. Stay where you are. Wait for the police. They're going to be there shortly. They'll take care of this. Okay, I'll wait. Thank you. Krass, ein Mord. Seine Frau umgebracht. Das habe ich aber bisher auch noch nicht gehabt. Das ist ein neuer Auftrag. Polizei wird direkt angerückt hier mit einigen Leuten. Der Krankenwagen kommt gleich hinterher. Das passt. Polizeitransport benötigt. Ja, da steht doch einer. Brauchen wir noch einen zweiten? Müssen die anders? Ne, ist doch richtig. Ja, war nur gerade ein bisschen irritiert. Was haben wir hier? Gebrochene Knochen. Komm, da können wir mal einen Hubschrauber hinschicken. Robbie, wo ist das passiert? Da oben. Dann schicken wir ihn hier hin. Wann ist das passiert? Gut. Sind Sie verletzt? Okay, kein Krankenwagen. Was für ein Auto? All right, sir. We'll take care of it. Just wait for emergency services to arrive. Yeah, I will. So, ja, sehr schön. Da brauchen wir nur einen Polizeiwagen. Der fährt jetzt dahin. Vielleicht können wir den auch noch gleich hinschicken. Feuerwehr. So, vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Schickt immer ein bisschen weiter nach oben, damit wir dann notfalls auch nach oben ausweichen können. Dann ein bisschen nach hier. So. Noch ein Polizei. Da haben wir das hier. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Geburt, okay, ja gut, da schicken wir einen. So, den Hubschrauber schlafen wir mal wieder zurück, dann Krankenwagen kann da hinfliegen, den brauchen wir vielleicht, falls gleich irgendwas Dringendes kommt, ne? Oh, was haben wir denn jetzt noch? Ne, haben wir schon weg. Sehr schön, Chemikalien im Brand, okay, warten. Das war das hier, ne? Genau, Polizeieinsatz da oben. Komm her. Das ist mir Hubschrauber. So, Anruf. 911, what's your emergency? Hello, I've seen a fire. Can you do something with it? Was What's brennt? Burning, man? Oh, ich hätte erstmal Adresse fragen sollen. Adresse. What's the address you're calling from, man? In front of... Is the garbage in some sort of container or dumpster? It's placed in a dumpster. Pretty big one. Okay, breitet sich is das Feuer aus? Spreading? Yes, it is. So, gibt's inflammbare are there any Materialien? Inflammable materials around the fire? Yes, there is. Wie groß so, ist das Feuer? How big is this fire? I don't know. There's a lot of thick smoke. I can barely see the fire. Okay, dann Feuerwehr sind. Ich frage mich gerade, ob es so sinnvoll ist, so lange Anrufe zu haben, weil die immer die Leitung blockieren. Na guck mal, die Polizei sitzt sogar mit zwei hinter dem. Ist das ein Radar, ja, ne? Ne, Autodiebstahl, ja. Da sollten wir vielleicht sogar zwei hinschicken. So. Zack, zack. Ja, die werden ja wohl, die beiden werden das ja wohl ausrichten können. Sehr schön, Verdächtige im Gefängnis, dann schicken wir dich hier mal hoch, falls da oben was kommt. Du hast das ja auch gut hingekriegt, sehr schön. Oh, Polizei, was ist das hier? Ein Rasen, okay, da schicken wir ein Motorrad hin. Und dann, wo ist das Motorrad da oben? Sehr schön. Du fährst da hin, was haben wir denn hier? Delle im Auto, ja gut, da müssen wir auch nicht so wen schicken. Hallo, es ist ein Wo? Where did the collision happen? Around. Am Nürnberger Platz. Okay, da schicken wir gleich mal. Ach ja, warum schicken wir denn das so viel hin? Ja, ich bin noch da. Wann ist das passiert? 5 minutes ago. Ist jemand verletzt? Okay, dann machen wir keinen Krankenwagen. Wer hat den Unfall verursacht? Are any of the vehicles blocking traffic? All right, sir. Please wait for the emergency services to arrive. Okay, thank you. Wir brauchen noch Feuerwehr, weil da ein Wagen blockiert. Warten. So, noch ein Notsatz? Notruf, so rum. Haben wir denn da einen Ladendiebstahl, okay. Ich hoffe, dass das reicht, wenn wir da einen hinschicken. Man weiß ja nie, ob es da nicht zu einer Schießerei kommt. Erstaunlich wenig Schießereien, aber ich sollte es gar nicht betonen, sonst kommt ja gleich wieder das totale Chaos. In den letzten Folgen, wo dann immer so totale Chaos ausgebrochen sind, weil so viele Schießereien waren. Beziehungsweise in Hannover fand ich das irgendwie schlimmer, wo wir da weniger Einheiten hatten, ne? Oh, jetzt kommt noch ein bisschen was rein. Komm rein, ja, Anruf. 911, what's your emergency? Hello? There are some guys here fighting. Can you do something about it? Wie viele sind es denn? Four
Können Sie mir die Adresse geben? Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at Donauer Straße, okay. Polizei und ja, ist jemand verletzt? It's hard to tell, but one of them has taken a lot of punches. I just can't believe he's still standing after that. Okay, wir schicken den Hubschrauber, weil wir gerade keine andere Ahnung haben. Waffen haben wir, Waffen. Had any weapons? Yes, they have knives. I'm sending emergency services right now. Thank you. Bye. Tragen noch ein Polizeiauto hin, weil das viele Leute sind. Hol ich direkt Unterstützung mit. Ist ja ganz sinnvoll, Hubschrauber kommen von oben. Oh, was haben wir denn hier noch? Überdosis Drogen, ist auch nicht gut. Haben wir noch einen Noteinsatz, Notwagen hier oben? Komm runter hier. Ja, du kannst dann, fahr du mal hier hin. Dann fährst du dahin, das ist, glaube ich, wichtiger. Ach, der, fahr du mal dahin, genau. Und du da. Sehr schön. So passt das. Da hinten haben wir noch einen Krankenwagen-Einsatz, dann kannst du dahin fahren. So, sehr schön, die sind auch durch. So, komm, dann fahr dahin. Sehr schön. 911, what's your emergency? Okay, welchen Monat ist your wife's pregnancy? Beruhigen Sie sich. Where are you? We were heading to hospital, but we got stuck in a traffic jam. There is no way we can get out of here. Please help us. Ja, klar. Standort. Sir, you know where you are. Can you give me an address? We're stuck here. Oh. Da muss ich hin. Okay, wen? Is your wife having contractions? Yes. Ja, ich versuche. Ich habe noch gerade nicht so viele zur Verfügung. Okay, Sie Sir, müssen handeln. I've sent an ambulance, but it may not arrive before the baby does. Ja, das kann passieren. What does it mean? That's our baby. I don't know what to do. Sehen Sie einen Mann. Sir, you need to be strong. Strong for your wife, strong for your baby. And believe me when I say this, your wife has the far tougher job ahead of her, okay? I'll try. Frau hinlegen. Okay, jetzt muss ich bei der Geburt mithelfen. Auch nicht schlecht. Ist die fruchtbare Platz? Ja, wir machen, komm. Ich hab keine Ahnung. Komm, Hände halten, hin. Das ist vielleicht ein Fehler gewesen. Ich hab keine Ahnung. Sehen Sie das Köpfchen? Muss er dann ihr Baby ziehen? Oh, ich hab keine Ahnung von Geburt. You'll need to be ready to catch her and protect her from falling, okay? Fuck. Wir hätten vielleicht den da hinschicken sollen, aber es ist jetzt nicht zu spät. So schnell schaffen wir es nicht. Atme das Kind. Erstmal gucken. Is Lucy breathing? Is she crying? Sehr schön. Gut, dann lebt sie. So. You can give Lucy to your wife now, sir. Genau. Prüfen Sie, ob Sie Nabelschnur immer noch pausiert. Ich habe keine Ahnung. Schön. Find something to tie the umbilical cord. It can be anything. Ribbon, string, even a clean shoelace. Okay, I got a ribbon. Now, I want you to tie a knot on the umbilical cord about an inch and a half from Lucy's belly. Alter. It's done. Should I cut it? It isn't necessary, sir. You can wait until you're at the hospital. Should I drive to the hospital or an ambulance will arrive?
Warten. Just wait, the ambulance is almost there. Ich hab ja gleich einen Hubschrauber. Okay, thank you very much, sir. Puh. Ja. Meine erste Geburt virtuell im Spiel. Fand ich aber, ja. Ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung von gehabt, ob man da jetzt drücken sollte oder nicht. Oder ob man da jetzt lieber warten sollte. Na gut. Fand ich aber witzig. Cooler Einsatz. Gefällt mir. So, du kannst mal da direkt hinfahren. Bist du direkt in der Nähe. Oh, da haben wir zwei Notfälle da oben. Was soll ich machen? Du musst hier oben irgendwo mal hinfahren. Was haben wir hier? Eine Verletzung durch scharfen Gegenstand. Schwere Vergiftung. Okay, wir müssen da gleich dringend einen Krankenwagen hinschicken. So, zack. Zack. Ja, du musst jetzt warten, bis da unten. Wie lange dauert das noch hier? Erledigt. Sehr schön. Anruf. 911, what's your emergency? Hello, I want to report an illegally parked car. Wo denn? Where's the car parked? It's a restricted area. Schraube erstmal ansetzen. Achso, sehr schön. Adresse. Can you give me the address of where this car is parked, sir? Warum so stört's? What is it about this parked car that has you concerned? There is not enough space to walk through. Okay, wir schicken da was hin. Wir haben da gerade ein bisschen was frei. Polizei schicken. I'll have an officer check it out and they'll decide if the car should be towed. Thank you. Bye. Okay. Dann warten wir ein bisschen. So, was haben wir jetzt noch? Und noch Krankenwagen-Einsätze. Da musst du dahin. Ein Hubschrauber, den schicke ich mal zu schweren Vergiftung da oben hoch. Auch wenn wahrscheinlich der Wagen sogar schneller ist. Was haben wir denn hier unten? Oh, Feuerwehreinsatz. Hier unten muss noch ein Krankenwagen hin. Gut, du kommst hier unten hin. Wie viele sind denn hier noch verletzt? Zwei, ja, dann bringt das vielleicht. Okay. Wahrscheinlich war eine Verletzung jetzt zu spät. Na gut, egal, wir müssen jetzt ein bisschen. Ich lasse den Hubschrauber mal hier oben. Obwohl, vielleicht brauchen wir die medizinische Unterstützung, deswegen schicke ich die trotzdem nochmal runter. Feuer hier. Boah, jetzt wird's wieder Chaos. Ich hatte es ja vermutet, dass es irgendwann passieren wird. Hier ist noch ein Krankenwagen-Einsatz. Hier, komm. Was ist denn... Was los? What's your emergency? Help. I've chopped my leg off. You've chopped off your leg? I helped my cousin in the workshop. Oh. Da müssen wir wahrscheinlich einen Krankenwagen, den Hubschrauber lasse ich dafür. I can't take it out. Please help. Okay, ist der Cousin in der Nähe? No, he went out for good. He'll be back in the evening, but there's no one here, there's no one around. Okay, woher okay. Rufen Sie an? Da schicke ich gleich den Hubschrauber hin. Do you have something to tie around your leg? No, just some tools, an axe and a hammer. All right, take off your shirt then. What? I want you to take off your shirt. Okay, jetzt wird er wahrscheinlich umbinden, ne? And firmly tie it around your leg, just above your injury. Okay. Blutvergiftung oder was wir da jetzt vorbeugen. Sehr schön. Was haben wir noch? Feuerwehreinsatz. Hilfe ist auf dem Weg. The ambulance is on the way. It'll be there in a few minutes. Hurry. Good. Beruhigen. I know this won't be easy, but I need you to calmly breathe. Relax. The ambulance will arrive soon. God, I'm passing out. No, you're not. Keep talking to me. Tell me. Okay. Do you have a girlfriend? Jetzt wollen wir irgendwas reden. I have a fiance. We're gonna get married in 2 months. Oh God, please. Just let it end. Komm hier hoch. So. You're gonna be fine. I need you to stay awake. Please tell her that I loved her. Okay, will you? Hubschrauber ist doch schon da. Say that I thought about her. I beg you, you promise. But listen, wir werden selbst sagen, der Krankenwagen. Der Hubschrauber ist doch schon da. Gespräch beendet, ja, der Hubschrauber ist ja schon da. Der ist ja wirklich blitzschnell da gewesen. Schneller ging es ja gar nicht, ehrlich gesagt. Was haben wir da? Ja. Okay, jetzt oben hier hoch. Ja, ich hoffe, dass der das noch schafft. So, wir sind fertig. Dann fahr du mal hier oben hoch. Dann kannst du hier ein bisschen hier bleiben. Irgendwo. So, Krankenwagen benötigt. Ja, er kommt. Das dauert noch einen kleinen Moment.
Rasen, wo war denn das Rasen gerade? Ach, das hat er schon erledigt, oder was? Sehr schön, gut. Haben wir noch irgendeinen Einsatz? Ach, hier haben wir noch einen Krankenansatz. Gut, was haben wir denn da? Sturz, okay, dann schicken wir dann den Hubschrauber hin. Würde ich sagen. Das ist gerade so weit weg, dass ich da gerade keinen in der Nähe habe. Er fährt hier runter, er fährt da hoch und deswegen geht das gerade schlecht anders. Ich glaube, das waren noch die letzten Einsätze. Ich glaube, dann sind wir erstmal durch mit der ersten Schicht. Mal gucken, wie viel Geld wir gemacht haben. So, der Hubschrauber ist jetzt auch gleich schon da. Der Hubschrauber ist so geil. Können wir uns eigentlich noch einen von gönnen. Oder ein Polizeihubschrauber oder sowas, wäre super, ne? Dass wir da auch schnell hinkommen. Kann man richtig Verfolgungsjagd mit Polizeihubschrauber und so machen. Gut, die sind jetzt da abgeholt. Die haben sogar noch überlebt, da war ich mir nicht sicher, weil die so ewig hier gebraucht haben, aber ich glaube, die waren nicht so schwer verletzt. Deswegen habe ich die auch ein bisschen vernachlässigt. So. Sehr schön, die sind da fertig. Konversation nicht verfügbar. Erfolgreich gelöst. So, das sind alles hier keine Konversationen. Erfolgreich gelöst. Erfolgreich gelöst. Was haben wir denn hier? Gucken wir mal, vielleicht irgendwas, was wir nicht gelöst haben. Zeit ist abgelaufen. Oh, schwere Vergiftung, aber war ganz knapp zu spät. Hier auch. Die beiden Einsätze waren wir zu spät. Die haben wir wahrscheinlich einfach zu spät gesehen. Nicht gut. War wieder zwei Leute tot. Dank mir. So, okay. Ja, gut, steht ja nicht dabei, ob sie gestorben sind. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück und weiter geht's. Was haben wir denn jetzt an Geld? 76.000, da können wir uns auf jeden Fall ein neues Fahrzeug für gönnen. Ich überlege echt, ob wir einen Polizeihubschrauber kaufen. Wie viel kostet der denn? 200.000, so viel haben wir leider nicht. Ich dachte jetzt, was brauchen wir noch? 4 Feuerwehr, ich würde sagen noch einen Krankenwagen. Erstmal jetzt gucken, was die, ob noch irgendwie was gebraucht wird hier. Ich würde fast sagen noch einen Krankenwagen. Oder wir legen auf jeden Fall noch einen zweiten Sanitäter in der, hier kommt noch ein zweiter Sanitäter hier auf, dies, auf dem Hubschrauber. Dann würde ich den auch ein Defi geben. Ein Defi, jo. Und haben wir noch irgendwas, was wir brauchen könnten? Eventuell ein Taser wäre natürlich auch cool, ne? Falls sie irgendwas tatsächlich verteidigen müssen. Na, ich würde aber lieber jetzt auf eine Erste-Hilfe-Set, na gut. Komm, wir nehmen noch ein Erste-Hilfe-Set, dann geht das schneller. Sehr schön. Ich hoffe ja, dass ich nicht so oft zu einer Schießerei schicken muss. Was haben wir denn hier unten noch? Feuerlöscher wäre natürlich noch ganz sinnvoll. Ja, hier noch einen Feuerlöscher kaufen. Erstmal, wie gesagt, erstmal die ausstatten. Das ist ja meine Philosophie, nicht so viel kaufen, sondern erstmal die Sachen ausstatten, dass die wirklich schnell Einsätze erledigen können. Was ist das? Ein Gerät, welches einen konstanten Brustdruck auf das Opfer ausübt, besonders bei Herzstillstand. Joa, das wäre hier noch ganz sinnvoll, ne? Dann würde ich sagen, nehmen wir den hier wieder raus und nehmen den da rein. Also dann haben wir ja wirklich hier einen Notfall, falls irgendwer hier ein Defi haben wir und ein, so ein anderes Ding. falls hier wirklich jemand aus Herzinfarkt und so, können wir einen Hubschrauber wirklich schnell schicken. Der ist super ausgerüstet, das gefällt mir. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir noch einen Rettungswagen kaufen. Rettungswagen, Krankenwagen, medizinischer Transport. Größerer Transportwagen mit mehreren Personen zu Krankenhaus gebracht werden können. Okay. Ah, ist aber zu teuer. Dann würde ich sagen, kaufen wir noch einen Rettungswagen. Setzen den auch direkt ein. Wie setzen wir den jetzt ein? Neues Team. Ach, genau, sehr schön. Zack. Und dann setzen wir noch zwei Sanitäter darauf ein. Dann können wir einen hier nehmen. Vielleicht einen anderen noch kaufen. Der ist nämlich aber noch einen Verletzten. Kaufen wir noch einen Sanitäter. Rekrutieren. So. Equipment nochmal. Was können die denn gebrauchen? Auf jeden Fall ein Erste-Hilfe-Set. Würde ich sogar zweimal kaufen. Und vielleicht ein. Wollen den auch noch ein Defi geben? Komm, keine Schaden. Geben wir den auch noch ein Defi. Und der andere kriegt noch nicht genügend Geld. Ja gut, dann passt das. Dann würde ich sagen, legen wir los. Und Entsendung starten mit der letzten Schicht in Dresden. Mal gucken, wie es abgeht. Die letzte Schicht war ja bis auf zum Schluss, wo wir noch zwei Leute auf dem Gewissen haben, mehr oder weniger, ganz, ganz gut verlaufen. Also dafür fand ich das am Anfang, fand ich das voll locker, hatte mich voll gewundert. Aber ich rede auch wieder so sehr intellektuell, voll gewundert, alles voll gewundert, voll krass, Junge. Nee, ja, gut.
Hier noch ein Polizeiauto. Ich würde eins hier in die Mitte schicken, dann eins hier unten. Motorrad vielleicht hier hoch. Krankenwagen. Haben wir einen in der Mitte. Den Hubschrauber wieder in die Mitte stellen. Da haben wir oben Polizei. Das ist gut. Wie sieht es bei der Feuerwehr aus? Ja, vielleicht die Feuerwehr ist gut aufgeteilt. Immer schon Krankenwagen. Würde ich alle hier nicht so beieinander haben. Da oben einen Krankenwagen hin. Hier unten einen Krankenwagen hin, falls wir da einen brauchen. Und dann hier vielleicht noch einen hin. Und dann hier unten noch einen hin. Dann haben wir es alles eigentlich abgedeckt, hoffentlich. Dann würde ich sagen, legen wir los. Mal gucken, was so ankommt heute. Mal einsetzen. So, Polizei fährt wieder ein bisschen Streife, das ist gut. Das finde ich heute ganz praktisch, dass sie das immer automatisch machen. Mal gucken, was wir an Einsätzen kriegen. Oh, ein Krankenwagen. Also, was haben wir denn da? Epilepsie-Anfall. Ja, da brauchen wir keinen Hubschrauber. Da ist das Krankenwagen schnell genug da. Der Krankenwagen, nicht das Krankenwagen. Ich kann wieder super Deutsch anrufen. 911, what's your emergency? Hello? My stomach hurts really ah, bad. Wieder Bauchschmerzen, kennen wir ja schon. Wie so lange how long schon? Have you had this stomach pain? It's about two zwei weeks, Wochen. I guess. Nicht zum Arzt gegangen. Warum haben Sie keinen Arzt so besucht? So why haven't you gone to a doctor, sir? I wasn't able to do it. I took a few days off of work, but the pain was so overwhelming, I literally haven't gotten out of my bed since Tuesday. Okay, gut. Woher what's rufen your address, Sie an? Sir? Haben wir denn da hinten? Komm, wir schicken mal einen Hubschrauber hin, weil da jetzt gerade keiner in der Nähe ist. Okay, schicken Krankenwagen. I'll send the ambulance. Thank you. Thank you very much. I'll wait for them to get here. Bye. Schick dir mal ein bisschen weiter runter hier. Ich meine, wir haben den Hubschrauber gerade frei und Hubschrauber werden ja eigentlich auch nicht so wirklich in der Realität so. Die werden auch überall hingerufen, wenn sie gerade frei sind. Aber eigentlich eher, wenn kein Krankenwagen frei ist, ne? Naja, gut. Dann fahren wir da hin. Sehr schön, dann haben wir das jetzt auch gemacht. Ist gut. Der Hubschrauberkrieg kümmert sich darum. Brauche auch kein Defi und so. Also wirklich, wenn wir Herzstillstand haben, dann muss immer der Hubschrauber als erstes dahin. Nichts Wichtiges, zum Glück nichts Gefährliches. Was haben wir hier da? Gebrochener Knochen, da können wir ihn hinschicken. Was ist los? Okay, Adresse. Petersburg, St. Petersburger Straße, okay. Says the garbage in some sort of container or a trash bin? No, it's just a pile of rubbish. Okay, wie groß ist das Feuer? So how big is the fire? It's kind of big, like the size of a bonfire. Gut, dass er weiß, wie groß ein Scheiterhaufen ist. Denke ich mir immer da. Entflammbare Materialien. Flammable materials near the fire? No, I don't see any. Gut, breitet das Feuer aus? I don't think so. Gut, ich schicke trotzdem die Feuerwehr. Feuer muss immer gelöscht werden. Aber es ist jetzt nicht so dringend, dass ich jetzt irgendwie, dass irgendwie ein großer Brand ist, sondern da kann die Feuerwehr mit Climate warten. So schnell wird sich das wahrscheinlich nicht ausbreiten. Ja. Ach, guck mal, was haben wir denn jetzt noch? Hier, Polizeieinsatz, laute Party. Ja, dann schicken wir den direkt mal unsere große Mannschaftswagen vorbei. Dann sind die direkt mal erschreckt, wenn da vier dicke Polizisten so stehen, so, pff, Musik zu laut, machen Sie die Musik leiser. Hasta la vista, Musik. Ja, Arnold Schwarzenegger ist ja im Polizeiauto. Jetzt wollen wir einen Anruf mal annehmen. Schlägerei, okay. Erstmal, wie viele sind das? Ach, wieder vier, das ist ja fast immer so. Irgendwie schlagen sich nie drei, sondern immer vier Leute. Wäre ja auch unfair, ne? Würden sie auch niemals machen, also wenn man jetzt, würde dann immer schön fair, 2 gegen 2. So, haben die Waffen? Polizei. Ist jemand verletzt? Ja, dann denke ich mir immer, soll ich die jetzt beruhigen schicken? Oder nicht, dass ich immer Angst habe, dass da was passiert. Nein, wir schicken die Hilfe schicken. Da denke ich mir mal, ob das gut ist, wenn ich die dazwischen schicke, dann hole ich mir Polizei. Also ich würde als 911 Operator auch niemals sagen, hey, geh mal dazwischen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Es geht zwar auch in das Spiel, dass die Sache dann gelöst sind. Ich weiß auch nicht, ob die immer gelöst ist. Vielleicht wird die dann auch immer gelöst, aber ich finde es einfach unrealistisch, wenn man dann sagt, hey, mach doch mal, wisst ja, kümmere dich mal rum, bei den 4 Leuten dazwischen zu gehen. So, da kommt direkt welche hin. Eventuell schicke ich da noch einen. Jetzt wäre ein Polizeihubschrauber halt mega. Wenn wir den jetzt in der Nähe hinterschicken könnten, schickt das Motorrad nochmal hinter. Auch wenn das eigentlich nicht dafür gedacht ist, aber das, da ich den jetzt hier oben brauche, passt das. Was haben wir hier? Polizeieinsatz, da. Sehr schön. Was ist los? 911, what's your emergency? Oh.
Ja, wenn sie nicht sprechen können, ich weiß eigentlich, dass es eh Quatsch ist. Bei dem Anruf zumindest. Bei dem Anruf ist es immer fake. Bei dem anderen, bei dem Pizza-Anruf, da ist es ja wirklich so, dass die Frau nicht reden darf. Auflegen, nochmal anrufen. So, kein Anruf, also direkt raus. Ich kenne das eigentlich schon, eigentlich kann man das auch ignorieren, aber irgendwie rufe ich dann doch nochmal an und denke mir, vielleicht haben sie ja was umgestellt, dass man dann denkt, ach, das ist eh nichts und dann im Endeffekt ist es doch vielleicht was. Das war eine laute Party, ja komm, da schicken wir wieder unseren laute Party-Mannschaftsbus hin. Das ist jetzt unser Spezialbus für laute Partys, der hat schon zwei laute Partys hier gelöst. Und da kommt dann immer vor die Tür, Musik ist zu laut, mach Musik leiser. Ach nee, da war ja Arnold Schwarzenegger, hasta la vista, Musik. Ich bin der Terminator. Oder so. Ich hab die alten Ani-Filme alle nicht geguckt. Wir brauchen da Unterstützung. Hier ist sogar Beschuss. Dann sollten wir mal den schicken. Feuer. Noch irgendwas? Noch irgendwas? Anruf. Wo denn? Wo? Da kommt der Hubschrauber hin. So, der ist auch so weit unten, auch wenn der Krankenwagen vielleicht auch noch, aber gucken, welcher schneller kommt. So, ist er verwundet? Atmet er. Okay. Schicken wir einen Krankenwagen. Ich lasse den Hubschrauber mal weg. Er atmet ja, deswegen schicke ich nur einen zur Überprüfung. Wäre jetzt ein wirklich irgendwie ein Problem gewesen mit, dass er nicht atmet, hätte ich den direkt dahinterher geschickt. Also mein Hubschrauber, was haben wir denn da? Herzinfarkt, Hubschrauber. Der ist dafür ausgerüstet. So, außerdem muss der Herzinfarkt auch blitzschnell gehen. Deswegen kommt da jetzt der Hubschrauber hin. So, zack. Er kriegt jetzt super Versorgung. Also so schnell muss das in Realität auch gehen. Zack, Hubschrauber direkt da. So, haben wir noch irgendwie einen Einsatz, den wir jetzt gerade? Da, noch einen Krankenwagen-Einsatz. Gebrochener Knochen, ja gut, dann können wir eventuell ihn da hinschicken. Anruf. 911, what's your emergency? Da muss gleich der Hubschrauber hin. Wo befinden Sie sich? Where are you? Gespräch beendet. Oh. Verdammt, das hätte ich wahrscheinlich lieber nochmal nach Adresse direkt fragen sollen. Obwohl, ich habe direkt nach Adresse gefragt. Ich hoffe, dass... Wo kriegen wir den jetzt rein irgendwie mal? Wo kommt denn jetzt der Einsatz? Kommt der jetzt nochmal irgendwo, dass ich den sehe, wo der war? Hubschrauber ist bereit. Oder hätte ich jetzt warten müssen? Ach da, guck mal, zack. Hubschrauber kommt sofort. Polizei, den schicke ich auch direkt hinterher, wenn er angeklemmt ist. So. Dann kann ich hier mal einen hinschicken. Warum sind denn da vorne eigentlich zwei? Ja. Wo ist es passiert? Ich wette nicht hier irgendwo in der Nähe, das wäre schön. Ah, da unten, na klar. Aber dann kann ich hier indirekt hinschicken. Wann ist das passiert? Dann schicken wir den hier, lass mal hier oben mal. Oh. Ja, gut. Ja, gut. Ja, das wusste ich gar nicht, dass es da auch gibt. Ignorieren. Hat er recht. Muss er zur Polizei gehen. Was macht er denn da? Na gut, der fährt jetzt, der ist ja direkt dahin, der Hubschrauber ist ja direkt dahin unterwegs. Vielleicht schicke ich ihn noch mit daher, falls mehrere noch verletzt sind. Krankenwagen, Feuerwehr kommt auch gerade. Kommt Feuerwehr ja noch dahin. So. Ich hoffe, dass die Feuerwehr das noch schafft. Da haben wir aber nicht schneller was in der Nähe. Schickt da möglichst schnell Feuerwehr hin. Ich hoffe, dass die da noch pünktlich hinkommt, dass der da überlebt. Das wäre natürlich schön. Noch 41 Sekunden. Ich hoffe, das schaffen die. So. Was haben wir hier oben? Was brennt? Sir, what's on fire? One of the building's roof. It's on fire. I don't know what happened. Ja, soll ich mal fragen, wo ist es? Is there anyone inside the building? I don't know, but I think the workers, they evacuated. Feueralarm auslösen. Find the nearest fire alarm station and activate the alarm. Then evacuate everyone. Das können wir nicht machen, warum nicht? Ach nee, die sind ja da, stimmt. Deswegen kann ich sie machen. Fire alarm. Sure thing. Get here fast. So, ich probiere schnell genug, aber die beiden anderen Nee, ich schicke den da unten hin. Das war, die sind ja eh schneller da, deswegen muss ich auch nicht zwei hinschicken, das ist ein bisschen unnütz. Den kannst du ein bisschen nach hier gehen, damit ich notfalls das auch noch helfen kann.
Ja, ich guck mal, was wie viele Leute ich brauche. Eigentlich brauche ich einen Hubschrauber. So, was haben wir da noch? Oh, Polizei und Krankenwagen hin. Mal gucken. Der Hubschrauber wird jetzt gerade ins Krankenhaus gebracht, dann schicken wir den damit hin. Was haben wir da oben? Geiselsituation. Oh. Ja, vielleicht der Hubschrauber auch nicht so ganz so sinnvoll bei einer Geiselsituation. Da muss ja irgendwann Polizei hin. So, sehr schön. Dann, was haben wir hier noch?